herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz. Und heute mal begrüße ich dich aus dem schönen Lungau. Und zwar aus dem Feriendorf Edelweiß, eine fantastische neue Anlage, die hier während der Covid-Zeit aus dem Boden gewachsen ist, muss man sagen. Und ein herrlicher Ort in einer malerischen Landschaft, wo man sich einfach entspannen kann. Ich bin heute mit dem Verein Literaturschiff unterwegs und ich habe mir gedacht, ich nehme das jetzt mal, diesen wunderbaren Ort, die Natur hier auch zum Anlass, auch mal was über das Lesen zu sagen und ein paar Worte über das Lesen zu verlieren. Ich höre ja ganz viel von Klienten, lesen, da schlafe ich gleich ein und lesen tue ich nicht und das ist langweilig. Und ich habe das Gefühl, wir gewöhnen uns immer mehr ab zu lesen. Sei es jetzt Romane oder Sachbücher, alles läuft digital ab. Und ich möchte jetzt mal eine Lanze dafür brechen, sich das Lesen wieder anzugewöhnen. Viele sagen ja auch, ich habe so einen Stress, ich komme gar nicht dazu zu lesen. Und da versäume ich dann womöglich so viel. Und ich sehe das überhaupt nicht so. Denn wenn ich lese, habe ich eigentlich Erfahrungswerte. Das können moralische Geschichten sein, wie zum Beispiel griechische Sagen. Wenn ich jetzt Daedalus und Ikarus hernehme, dieser Umgang mit der Freiheit, die Flügel, die Ikarus gebaut hat, seinem Sohn, um sich zu entfliehen von Minos, und der Sohn nutzt diese Freiheit und fliegt höher und höher, bis er quasi zu nah an die Sonne kommt und sich dann das Wachs löst von diesen Flügeln, obwohl ihn sein Vater gewarnt hatte, nicht zu hoch zu fliegen. Und gerade diese zum Beispiel Warnung, wie es ist nicht zu hoch, sondern erkenne deine Grenzen, ist ja etwas, das anscheinend etwas aus der Mode gekommen ist. Es beginnt jetzt so zu nieseln. Wetter, wie gesagt, ist etwas mau, aber das Video schaffe ich noch. Es ist eben so, diese Grenze ist ja aus der Mode gekommen, dieses, dass ich weiß, wo sind meine Grenzen, wie kann ich wirken und wo mache ich auch einen Strich in meinem Wirken. Und da kann zum Beispiel das Lesen helfen, diese Geschichten von, wo bleibt man bei sich und wo kann man über sich hinausgehen. Die Geschichte der Möwe Jonathan, die höher fliegen wollte als alle anderen Möwen und das dann auch geschafft hat, ist ja dann auch ein Beispiel des Fliegens, wo es halt dann wirklich, wo die den Horizont quasi erweitert hat von allen, die dort herum gelebt haben, die anderen Möwen sozusagen. Ja, die war dann frei, die wollte höher und ist dann frei geworden dadurch. Und Daedalus wollte höher und ist gestürzt. Und beide Geschichten, sowohl die Möwe Jonathan als auch Daedalus und Ikarus, haben natürlich mit dem Fliegen zu tun, aber auch mit der Grenze, mit der Selbsteinschätzung. Und ich denke, der Unterschied war, dass sich die Möwe Jonathan selber herausgefordert hat. Das heißt, sie hat im Prinzip trainiert, hat das gemacht, während jetzt Daedalus sich auf das Wissen des Vaters hinaufgesetzt hat und nicht damit umgehen konnte, was der Vater, dieser geniale Erfinder, eigentlich wusste. Das heißt, er hat sich auf die Schultern eines Giganten gestellt, wenn man so möchte, und konnte dann nicht mehr mit dem Wissen umgehen. Und so ähnlich kommt es mir auch vor, dass viele das Leben sehen. Man sieht ja gerade durch diese YouTube- und Internetseiten Leute, die über alle Maßen erfolgreich sind, und da scheint es immer wie von selbst zu gehen. Die ganze Arbeit, das ganze Training dahinter erkennt man ja dann gar nicht mehr und sieht man gar nicht mehr. Man glaubt immer nur, dass das Endprodukt ist dann so quasi das Ziel. Aber was da geschah, bis man so weit ist, das gerät so ein bisschen in die Vergessenheit. Und daran, denke ich, erinnern mich zumindest auch die Geschichten, die Bücher, die ich als Kind gelesen habe, Sagen, Märchen von Helden, die dann auch irgendwann einmal gescheitert sind, von Bösewichten, die gescheitert sind, von Helden, die es geschafft haben. Und diese Vielfalt lässt sich für mich auch in der Lebensenergie finden. Wenn du dich selbst disziplinierst, auf einer Ebene trainierst, selber deine Grenzen immer wieder erweiterst,
dann lernst du etwas und bekommst eine gewisse Weisheit, eine gewisse Erfahrung und kommst weiter. Wenn du allerdings immer nur dieses Vorherige nimmst und draufsetzt, dann kann es sein, dass das alles natürlich ins Wanken gerät. Und deshalb wünsche ich dir einfach mal, entdecke wieder mal gute Bücher, entdecke Geschichten, lass dir Geschichten erzählen. Lass dich von Kunst, von Künstlern inspirieren, von Songtexten inspirieren. Jede Perspektive, wo du die Welt in einem etwas anderen Licht wieder wahrnehmen kannst, lässt dich innerlich unendlich wachsen und reicher werden. Wenn du immer nur das konsumierst, was dir jetzt deine Algorithmen vorgeben, sei es jetzt Facebook, YouTube oder sonst etwas, wirst du die Welt nur in einem sehr engen Rahmen kennenlernen und wirst eigentlich verarmen, schon im Seelischen und auch im Geistigen. Das heißt, trau dich selber, dir neue Erfahrungen zu geben. Geh mal, wenn du klassische Musik dich noch nicht beschäftigt hast, beschäftig dich mal damit, hör da mal rein. Erfahre etwas drüber oder einen Musikstil, mit dem du nicht viel anfangen kannst. Entdecke einfach was aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Winkel. Man kann dann schon sagen, das ist nichts für mich natürlich, aber vielleicht entdeckst du auch etwas, das dich bereichert. Und auch alles, wo du entdeckst, ja, das ist vielleicht gar nicht so was für mich, bereichert dich letzten Endes auch. Denn damit bist du klarer geworden und kannst deine Grenzen wieder besser ziehen, besser abgrenzen, kannst klarer werden. Und diese Klarheit, diese Abgrenzung, denke ich, ist ganz, ganz wesentlich, um ein erfülltes Leben leben zu können. Ja. Ich gehe heute Abend jetzt nochmal auf eine Veranstaltung und freue mich schon sehr drauf. Und ja, die ist Gott sei Dank überdacht. Nicht so wie ich bin jetzt schon etwas angeregnet. Aber wie gesagt, Video ist sich ausgegangen und ich freue mich aufs nächste Mal. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal oder schreibe einfach mal drunter. Vielleicht hast du Buchtipps oder irgendwas, wo du sagst, wow, das hat mir wahnsinnig weitergeholfen. Ich freue mich, deine Kommentare zu lesen. Liebe Grüße, bis nächstes Mal. Dein Oliver Erreni. Tschüss.